Bamberg, eine Stadt in Bayern, Deutschland, ist bekannt für ihre gut erhaltene Altstadt, die seit 1993 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Die Stadt erstreckt sich über 7 Hügel, die jeweils von einer Kirche gekrönt sind, was ihr den Beinamen Fränkisches Rom eingebracht hat. Der Bamberger Dom, ein beeindruckendes romanisch-gotisches Bauwerk, beherbergt das Grab von Papst Clemens II. Und ist ein zentrales Wahrzeichen. Die historische Altstadt ist durchzogen von malerischen Gassen und beeindruckenden Gebäuden wie dem alten Rathaus, das auf einer Insel in der Regnitz erbaut wurde. Bamberg ist auch für sein Rauchbier bekannt, das eine besondere lokale Spezialität darstellt. Die Universität Bamberg, gegründet im 17. Jahrhundert, verleiht der Stadt eine lebendige akademische Atmosphäre. Darüber hinaus bietet Bamberg zahlreiche kulturelle Veranstaltungen und Festivals, die das ganze Jahr über Besucher anziehen. Die Stadt ist auch ein wichtiger Standort für den Obstanbau, insbesondere Kirschen und Zwetschgen, die in der Region angebaut werden. Die Bamberger werden als Zwiebeltreter bezeichnet, weil in der Region um Bamberg traditionell Zwiebeln angebaut wurden. Dieser Spitzname hat seinen Ursprung in der landwirtschaftlichen Praxis des Zwiebelanbaus und der Ernte. Bei der Zwiebelernte legten die Bauern die Zwiebeln auf dem Boden aus, um sie zu trocknen, und traten sie dann mit den Füßen leicht an, um die Erde und die trockenen äußeren Schalen zu entfernen. Diese Tätigkeit führte dazu, dass die Bamberger den scherzhaften Spitznamen Zwiebeltreter erhielten. Der Begriff ist eine liebevolle Anspielung auf die landwirtschaftliche Tradition und den bäuerlichen Alltag in der Region Bamberg. Thank you.
Bamberg vereint auf einzigartige Weise historische Schönheit, kulturellen Reichtum und lebendige Traditionen, was die Stadt zu einem unvergleichlichen Juwel in Franken macht.